Ich habe den Turm anders in Erinnerung. Okay, wir gehen mal kurz ins Menü. Nicht ins Menü. Dann hast du doch so gesehen deine. Du kriegst nicht die eigentliche Ursprungsgeschichte, weil es ja so gesehen schon weiter vorangeschritten ist hier. Insgesamt. Die Rote Legion wurde ja jetzt schon mehrfach besiegt, so gesehen ist in die andere gefahren, andere Saisons sind jetzt in Gang, also kurzum. Du kriegst nicht mehr die Invasion der Roten Legion. Ja, ich denke aber schon, warte mal, lass mich erstmal hier ein bisschen spielen. Bring mir dich wieder da raus. Okay, bin dem Destiny-Symbol gefolgt. Triff Bungie 44. Es ist immer schön, einen neuen Hüter zu treffen. Zur Begrüßung hier im Turm, nimm diese Waffe. Glaub mir, das ist eine Verbesserung. Bungie 44 ist der Waffenmeister des Turms. Er bietet Beutezüge, Ausrüstungsmodifikationen und besondere Prämien. Fahre über das Waffensymbol und wähle sie mit X. Hier sehen wir, was der für Materialtausch hat. Wow. So. Ausrüsten. Du hast eine Waffe erhalten. Drücke Start, um deine Charakterbildschirm zu öffnen und sie auszurüsten. Nein, es sind Options, heißt die Taste nicht Start. So. Jetzt haben wir eine neue Waffe. So, Bungie, den Destiny-Symbol folgen. Sollten wir ja hinkriegen. Was ist denn das? Schneeball machen. Ist ja cool, man kann Schneebälle werfen. Ja, das ist deswegen im Event. Ansprechen. Willkommen im Turm, Hüter. Schöne Aussicht, oder? Driff Commander Zavala, willkommen im Turm. Er ist mysteriös und von Kämpfen gezeichnet wie jeher. Aber er bleibt die Quelle unserer Unsterblichkeit und unseres Lichts. Die Stadt dort unten. Oh. All diese Leute. Überlebende. Kämpfer. Ne, wertfette Schmarrn. Wir sind alles, was von der Menschheit übrig ist. Und es ist unsere Pflicht, das Sonnensystem von unseren Feinden zurückzuerobern. Lern den Turm kennen, Hüter. Du hast hier viele Verbündete. Und wenn du in die Schlacht zurückkehren kannst, habe ich eine lange Liste an Kampfeinsätzen für dich. Entweder für dich allein oder mit Einsatztrupp. Darf ich jetzt? Danke. willkommen im Turmhüter. Ich bin Commander Zavala und ich und alle anderen Bürger der letzten Stadt brauchen deine Hilfe. Commander Zavala ist der Anführer der Vorhut. Er bietet dir Beutezüge, Quests und besondere Prämien für Herausforderungen in Strike-Aktivitäten an. Fahre über das Quest-Symbol unten und wähle es mit X. So, hier sehen wir, was der so saisonal hat, dann irgendwas Questmäßiges hat und am Verbrauchsgegenstand. Du hast eine neue Quest erhalten, um Quests und Beutezüge zu verfolgen. Öffne deinen Navigator, indem du gedrückt hältst. Ah, sprich mit Ikora, ist meine nächste Quest. Wo ist Ikora? Ikora. Bin ich gerade irgendwie dezent blind? Oder sehe ich das Destiny-Symbol nicht mehr? Bitte? Ich muss ja wohl nicht erwähnen, dass ich die ganze Lieferung zurück an Fanchurch geschickt habe. Ich soll mit Ikora reden und dem Bungee-Signal. Ah, da, ich hab's gefunden. So, laufen wir mal ein bisschen schneller. Ich glaube übrigens, der heißt übrigens Banshee, nicht Bungie. Nein, ich meine das Destiny-Symbol, nicht? Nee, ich meine den Waffenhändler, weil du nennst ihn, nennst ihn Bungie. Da ist kein J, glaube ich. Aber ein SH. Deswegen, dann heißt er Banshee. Wie dieser Totengeist oder dieser Schreihals. Ach, ich weiß nicht, wie das bei dem sein soll. Hey, hier ist keine Ikora! Das Spiel mobbt mich gerade! Ah, doch, die ist eine Plattform weiter, die ist auf dem Markt. Ja, da gehe ich hin und dann heißt es wieder, ich soll zurücklaufen. Ja, nee, das ist ein Blöderbug. Die ist tatsächlich, die steht aber so. War auf so einer Plattform. Nee, nicht auf einer Plattform, warte mal. Wo bist du? Okay, warte, ich hab. Beitreten.
Ja, so, Bazaar. Jetzt. Jetzt aber hier. Hä? Okay, wir suchen mal. Ich weiß, wie Ikora aussieht. Ich werde sie schon finden. Da unten ist sie. So. Gut. Da, jetzt. Ich bin dir jetzt schon mal beigetreten. Andere, ich bin aber kurz AFK. Ne? Kannst ja in Ruhe dein Ding machen. Wie ich höre, hast du das Kosmodrom überlebt. Ein harter Ort, um sein neues Leben zu beginnen. Ich bin beeindruckt. Aber es gibt noch so viele Schlachten. Sieh dich um. Die letzte Stadt. Ihre Bewohner. Das ist unser Zuhause. Aber es ist nicht sicher. Wir müssen es beschützen. Das ist die Pflicht eines Hüters. Wir müssen unseren Kampf außerhalb dieser Mauern führen, die Kräfte zurückdrängen, die unsere Existenz bedrohen. Deswegen werde ich dir zur Seite stehen, wenn du die Welten unseres verlorenen Grenzlands erkundest. Abenteuer erwarten dich, Hüter. Ich weiß, dass du bereit bist. Drifikora Ray. Willkommen, Hüter. Es gibt viele Welten zu erkunden und unzählige Schätze zu entdecken. Ikora Ray bietet Hütern, die allein oder mit Freunden Zielorte erkunden, Beutezüge, Aufträge und besondere Prämien an. Fahre über das Quest-Symbol unten und wähle es mit X. So. Hier sind zurzeit keine Gegenstände im Angebot. Okay, sie hat momentan nichts. So, dann... Alles Gute. Müssen wir jetzt... Was? Anscheinend müssen wir jetzt... Was habe ich denn jetzt gedrückt? Okay. Ich habe jetzt irgendeine andere Taste gedrückt. Okay, hier sehen wir Vorhut. Gambit. Und der Schmelzsiegel. Der Schmelzsiegel ist PvP. Das ist irgendwas Neues, was ich nicht kenne. Und die Vorhut, das sind Strikes. So, hier müssen wir Power Level 780 sein. Und da sind wir hier gerade. Und das ist die Erde. Oder die europäische Todeszone Erde. Wow. So. Guti gut. Wir müssen jetzt Level aufsteigen. Das können wir wahrscheinlich am besten, indem wir ein bisschen mehr Rüstung und sowas kriegen. Wir müssen nur noch raus... Ladebildschirm, als ob ich jetzt gerade in einem... Lol. Okay. Ich hing gerade in einem Ladebildschirm, alles klar. Das kenne ich auch schon. Das ist mir nichts Neues. Dass die das immer noch haben, das überrascht mich ein wenig. Aber gut. Ja. So, wir sollen jetzt hier lang gehen. Da ist der Black. Weiter geht's. So, dann hier runter... Dann dort runter, dann da lang und da lang. Nein, da lang. So, dann zurück. Nee, da lang, runter, guck mal da. Hangar, Turm. Die kenne ich auch noch, das ist doch Holiday, genau. Nein, falsche Taste. Was für ein Tag. Sprich mit Amanda Holiday. Falls du wissen willst, wie einige der bedeutendsten Schlachten in der Hütergeschichte ausgetragen wurden, kann ich dir mehr erzählen. Ich habe die letztens erlebt. Du kannst Klassiker-Kampagnen erneut spielen, indem du hier Quests annimmst. Du kannst jede Kampagne nur einmal pro Charakter spielen. Nach dem Spielen der Quests verfolge sie, um zu sehen, wo die nächste Mission stattfindet. Hä? Okay. Also hier sehen wir die Quests, das Hauptspiel. Das originale Hauptspiel, so will ich das sagen. Enthält die Story-Kampagne der Roten Schlacht. Die letzte sichere Stadt der Menschheit ist eine überwältigende Invasionsmacht in die Hände gefallen. Angeführt von Dominus Gaul, dem beeindruckenden Kommandant der brutalen Rotlegion. Er hat die Hüter der Stadt ihrer Macht beraubt und die Überlebenden zur Flucht gezwungen. Du wirst die geheimnisvolle, unentdeckte Welten unserer Sonnensystem bereisen, um ein Arsenal voller zerstörerischer Waffen und mächtiger Rüstung zu entdecken. Diese Quest, ja gut, nehmen wir sie doch gleich mal mit. Schick. Und die da können wir jetzt nicht, weil... Hoffentlich gefällt es doch, dir. Ich kann sie. Okay, das ist mir neu.
Okay, enthält die Story-Kampagne von Fluch des Osiris. Enthülle die wahre Geschichte des größten Warlocks, der je gelebt hat. Ergründe das Geheimnis des Immerforsts und erhalte die Vex davon ab, eine düstere Zukunft einzuleiten, in der sie nur sie überdauern. Du kannst... Ja, das brauche ich aber nicht vorlesen. Okay, dann haben wir noch... Eine Hand wäscht die andere. Kriegsgeist. Enthält die Story-Kampagne von Kriegsgeist. Von... Ja, Satelliten der goldenen Zeit zerstürzen auf die Oberfläche des Hellas-Beckens auf dem Mars. Eisige Gletscher tauen und bringen den Kriegsgeist Rasputin zum Vorschein. Ebenso wie eine uralte Schar-Armee, die ihn unbedingt zerstören will. Ja, okay, und hier haben wir so Schiffe, aber nicht genügend Glimmer. Und hier haben wir Transportmittel. Die Sparrows, die sind cool. Pass auf dich auf. Vielleicht suche ich doch mal mein Destiny 1 irgendwie raus. Okay, jetzt haben wir das da. Wo können wir eigentlich mal die Quests ansehen? Triumphe? Okay, hier gibt es anscheinend sowas wie Erfolge. Okay, anscheinend gibt es ja auch so eine Art Seasons, wenn ich das jetzt richtig kapiert. Ich verstehe das Spiel gerade nicht. Wartet. Das ist halt eine Sache, wenn man das nicht mehr gewohnt ist. Ein Clan. Ja, da bin ich mir eigentlich sicher. Ich bin noch. Also auf der Xbox bin ich noch in einem Clan, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. So, Charakter. Das ist mein Charakter. Aber irgendwo hat man doch auch die Dings gesehen. Die Quests. Aber wo waren das? Anscheinend nicht hier. Okay, warte mal. Ich weiß, aber wir verlieren täglich. Navigator öffnen. Kannst du den Stromkurs ausschalten? Navigator öffnen. Hallo, ich will den Navigator öffnen. Ah, hier. Ah, genau, da haben wir Quests. So, wir machen gerade. Warum klemmt das dumme Ding so? Wir machen gerade die Quest hier, glaube ich. Oder? Ja. Okay. Dann laufen wir jetzt mal dem Pfeil nach wieder. Oder machen wir die Quest überhaupt? Nein, wir machen die Quest gar nicht. Wir laufen. Da ist eine Wand. Wow. Ich hab voll gegen die Wand gerannt. Okay. Dann halt einmal drumherum. Und hier hoch. Und jetzt da lang. Oder wo? So, da ist der Black. Okay, anscheinend habe ich alles erkundet, oder? Täuscht es mich gerade irgendwie? Okay, wir gehen mal selber noch ein paar Händler ab. Was haben wir hier? Der tote Orbit wird das nicht durchziehen. Wenn es hart auf hart kommt, ich habe. Was ist das? Ich habe eine Laterne. Hier, ich habe eine Laterne. Interaktion. Blackadder. Ah, cool. Spieler inspizieren. Aha. Aha. Ja, ein Warlock. Mit Leerläufer. Tu mal die Kugel da. Hallo, könntest du bitte die Kugel wegwerfen? Okay, wir schleppen jetzt die Kugel mit uns rum anscheinend. Weiß zwar noch nicht warum, aber ja, wir werden es rausfinden. Willkommen zurück. Du hast zurzeit keine Nachrichten. Das ist Kadi 5530. Druiden der Poststelle kümmern sich pflichtbewusst um Lieferungen, Nachrichten und Futsachen. Auf Wiedersehen. Okay. Hüter? Bis auf die Knochen. Willst du mal schauen, Hüter? Das was ist das? Eversum hat viel zu bieten. Eversum. Okay, das ist so eine Art Premium-Käuferin. Also das, da muss man sich so Silbermünzen kaufen mit Echtgeld und bekommt dann... Die Schaubilder... sollen wir dann anfangen? Meister Raoul. Meister Raoul, leitender Stellvertreter der Kryptarchei, dekodiert Engramme und ist immer auf der Suche nach Schätzen aus der Vergangenheit der Menschen. Okay. Da können wir auch noch nichts machen. Den kennen wir schon. Ja, dann ist unsere nächste Aufgabe wohl Powerlevel erreichen. Wieso kann ich diese Laternen aufheben? Ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen kann. Ich kann sie nicht mal wegwerfen. Ah doch, ich habe sie losgelassen. Ha!
Ich weiß nicht, welche Taste gedrückt habe, weil ich habe alle Tasten gerade auf einmal gedrückt. Ball! Ich weiß noch, auf dem Turm, also im ersten Spiel, gab es immer so einen schwarzen Ball. Und mit dem sind die Leute immer durch die Gegend gelaufen. Also haben die immer durch die Gegend gekickt, würde ich immer sagen. Gut. Na, oben haben wir auch noch jemanden. Als ich Carlos und Maria verloren hatte, gab es keine Person, der ich die Schuld dafür geben konnte. Ich dachte, das würde es leichter machen, aber wenn ich dich so sehe, bin ich mir dann nicht mehr so sicher. Bitte was? Ich lebe seit 5 Minuten und dann... Was? Muss ich das jetzt eigentlich kapieren? Nein, gell, nicht. Ich hoffe mal nicht. Ich wünschte, ich könnte mich mehr mit dir unterhalten, aber ich arbeite jetzt immerhin. Okay, ja, verstehe ich einfach nicht. Lassen wir einfach so stehen. Kann man mit dir da reden? Nein, ich kann nicht mit dir reden. Okay. Dann rede ich nicht mit dir. Dann gehe ich jetzt zu diesem Terminal. Genau, das war der Tresor. Oh, 500 Plätze. Die Erde ist ein guter Ort. Ah, das sind immer 500 Plätze? Ich weiß nur, dass mein Tresor jedes Mal voll war irgendwie. Das ist okay. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe ein Gedächtnis wie ein T-Sieb. Bleib hier auf der Erde, wenn du kannst. Nicht so kompliziert. Sag der neuen Monarchie, dass wir das Teil besorgen können. Aber das kostet eine Menge Glimmer. Okay, mal überlegen. Alles läuft echt gut. Des Schmelztiegels, hör jetzt nicht auf. Es ist immer wieder schön, eine weitere Heldin des Turms zu sehen. Lord Shucks. In der Schmelztiegel-Arena schmieden die Hüter ihr Licht. Lord Shucks ist der personifizierte Schmelztiegel. Den kennen wir auch noch. Auch Stahl muss geschärft werden. Wie gesagt, im ersten Teil war ich relativ gut im PvP. Nachdem ich relativ gute Waffen hatte. Das war auch mal noch so eine Sache. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich noch hier machen soll. Außer halt das Lichtlevel erreichen. Aber ich will ihn jetzt halt auch nicht irgendwo mit hinnehmen und dann stirbt er womöglich. Weil das haben wir früher mal gemacht. Und dann ist mal irgendjemand gestorben, weil der noch AFK war. Bleib ich habe gedrückt, warum auch immer. Wir sind wahrscheinlich nie so sicher wie ich. Gehen wir einfach mal zurück in den Orbit. Ich glaube, damit fangen wir mal bestenfalls an. Upsa. Ruchlosigkeit der Tapferen. Erhaltet zusätzlich Ruchlosigkeitsrangpunkte. Ich fühle mich heute mächtig großzügig. Wie wäre es, wenn ich da ein bisschen Zucker drauf steuere? Der Vagabund. Erhalte für kurze Zeit Bonus-Ruchlosigkeitsrangpunkte. Okay. Saison der Dämmerung. Eine neue Ära beginnt. Osiris ist einem teuflischen Kabalplan auf Merkur auf die Schliche gekommen. In den nächsten 3 Monaten gibt es in der Saison der Dämmerung folgendes. Die Sonnenuhr eine neue Spielersuche, Ritualaktivität, Mission durch die Zeit, der Armbruch, exotische Quests einschließlich der Rüstung eines alten Freundes, neue Lore, neue Triumphe und Medaillen. Osiris braucht deine Hilfe. Sprich mit Ikora, um zu beginnen. Okay. Fokus-Update. 3 Fokuspfade wurden überarbeitet. Probiere den neuen Titanpfad-Code der Verwüsters, den Warlock-Pfad Himmelseinstimmung und den Weg des Scharfschützens. Feuer und Flamme. Solarhüter werden Änderungen an weitere Solarfokussen entdecken, sowie Qualitätsverbesserungen, mit denen du die Kraft der Sonne einsetzen kannst.
Lass die Sonne rein. Im Universum gibt es neue Fincher im Solarstil. Schnapp sie dir, solange du kannst. Schmelztiegel Update. Neue Karten und aktualisierter Eliminierungsmodus. Schmelztiegel-Eliminierung wurde als regulärer Modus zurückgebracht. Rostlande kommen wieder in die Kartenrotation. Oh, Rostlande ist eine scheiß unübersichtliche Map. Obelisken in Aktion. Zeitverwirrter Uplink. Sprich mit Osiris, verlinke Obelisken und Nessus und in der ETZ, um deren Zeitlinie zu beschützen. Haben wir es jetzt mal? Ein neuer Anbruch. Wieder einmal erstrahlt der Turm im Licht der Festtagslaternen um den Geist von Wärme und Feierlichkeit. Die Bewohner der letzten Stadt haben sich zusammengefunden, um den Anbruch zu feiern und ein neues Jahr einzuläuten. Besuche Eva Levante im Turm, um mit der Festlichkeiten zu beginnen. Verbreitete Freude. Beim diesjährigen Anbruch warten allerlei festliche Aktivitäten auf dich. Nutze Evas neuen und verbesserten Festtagsofen, um Geschenke für deine Freunde im Turm und darüber hinaus zu backen. Schalte den neuen Anbruchsbarrow Alpina Vorstoß frei, um stilvoll über die Hügel zu brettern. Der an einen Schlitten angelehnten Sparrow-Anspruch Freude kehrt ebenfalls für eine Ehrenrunde zurück. Anbruchspezifische Waffen, Triumphe und mehr erwarten alle, die sich in den Festigkeiten stürzen. Geschenke für alle. Das Everversum hat neue Angebote parat, die alle Hüter in Festtagsstimme bringen werden. Feier mit Stil. Mit dem neuen universalen Nordlichtornamenten zeig alle mit neuen Geisttönen im Anspruch-Look und einem neuen Finisher und mehr, dass du im Festtagsstimme bist. Haben wir jetzt alles? Ja, wir haben alles.